Die Unterschiede zwischen der Serie Game of Thrones und der Buchreihe Das Lied von Eis und Feuer sind klar zu erkennen. Gleichwohl werden diese während der Handlung immer ersichtlicher. Heute schauen wir uns die Unterschiede zwischen Staffel 2 und den Büchern Der Thron der Sieben Königreiche und Die Saat des Goldenen Löwen bzw. im Originalen A Clash of Kings genauer an. Sowohl in den Büchern als auch in der Serie ist Jaime Lannister ein Gefangener, mit dem Unterschied, dass er in den Büchern in Schnellwasser festsitzt. In den Büchern traute sich Peter Baelish nicht, Cersei bezüglich der Inzestvorwürfe zu konfrontieren. Einer der größten Unterschiede ist der Charakter Asha. Sie ist Theon Graufords Schwester und erhielt in der Serie einen komplett anderen Namen. Dort wurde sie Yara genannt, um eine Verwechslung zwischen Asha und dem Wildling Osha zu verhindern. In der Serie vergeht sich Melisandre das ein oder andere Mal sexuell an Stannis Baratheon. In den Büchern wird ein solch intimes Verhältnis nicht weiter erwähnt. Margaery wurde in den Büchern nie von der Homosexualität ihres Bruders Loras konfrontiert. In der Serie wird eine Affäre zwischen Renly und Loras offen gezeigt und Margaery gefällt dies sogar. Apropos Margaery, ihr Charakter ist in der Serie sehr viel dominanter, während sie in den Büchern sehr zurückhaltend agiert. Talissa ist in der Serie ein neuer Charakter. Sie ist in einer Beziehung mit Robb Stark. In den Büchern nimmt die sogenannte Jane Westerling eine ähnliche Rolle ein. Kleinfinger reist in den Büchern weder zu Renlys Armee in die Sturmlande noch zu Catelyn Stark. Und während Arya und ihre Freundin Harrenhal festsitzen, muss sie in den Büchern Nichte Montshek von Lord Tywin spielen. Die Charaktere Mera und Jojen Reed, die Kinder des Holland Reed, tauchen erst in der dritten Staffel von Game of Thrones auf. Sir Roderick stirbt in den Büchern nicht den Serientod und Ygritte wird absichtlich durch Jon Snow freigelassen und kann entkommen. In der Serie werden Daenerys-Drachen von den Hexenmeistern gestohlen, in den Büchern bleiben diese unberührt. Jaime entkommt in den Büchern durch einen organisierten Plan von Tyrion, welcher einige Soldaten in eine Gruppe Unterhändler einschleust. Der Verwandte Lannister musste auch so hingegen der Serie nicht sterben. In der Serie versucht Xaro Xoan Daxos mit einem Putsch Carth an sich zu reißen. Dieses Ereignis gibt es so in den Büchern nicht. In der zweiten Staffel beauftragt Robb Stark, Ramsay Schnee Winterfell zurückzuerobern. In den Büchern handelt Ramsay auf eigene Faust und visiert andere Pläne an. Während der Schlacht am Schwarzwasser verliert Tyrion in den Büchern seine gesamte Nase. In der Serie trägt er nur eine Narbe davon. Cersei konfrontiert ihn nach der Schlacht mit den Worten: Es hieß, du hättest deine Nase verloren, aber so schlimm ist es ja gar nicht. Eine indirekte Anspielung auf die Buchvorlage. Theon Graufreud wird in den Büchern nicht von seinen eigenen Männern verraten, sondern von Ramsay Schnee. Er legt ein Feuer in Winterfell und nimmt Theon gefangen. Xaro Xoan Daxos ist kein König von Carth, denn die Handlung weicht auch hier an gleich mehreren Stellen von der Buchvorlage ab. Und damit sind wir hier am Ende des Videos angekommen. In Staffel 2 gibt es nicht so viele Vergleiche und Unterschiede. Diese fangen dann erst ab Staffel 3 komplett an zu eskalieren, wenn man das mal so sagen kann. Von daher freut euch auf das nächste Video. In diesem Sinne lasst wie immer einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und vergesst auch nicht zu abonnieren, um immer die neuesten Videos hier nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.